Ja, hallo Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. PAR hier, mein Name. Ja, Leute, dieser Jan meint ja hier, mich wieder Lügen über mich zu labern. Oder er hat gesagt, hat was gemacht und so. Aber Jan, ganz ehrlich, ich habe mit Drogen zu tun gehabt, hatte, aber ich nehme auch keine mehr, weil ich mit Patrick diesen Hurensohn gar keinen Kontakt mehr habe. Und das wird auch so bleiben, weil ich keinen Bock mehr habe, alles mich anzutun. Ja? Und ganz ehrlich, Jan, von mir auch kannst du auch die Nummer von Patrick bekommen. Ist mir auch scheißegal, muss mich nur Bescheid sagen. Ist mir im Endeffekt egal, wer die Nummer noch bekommt von Patrick. Ja? So. Auf jeden Fall, Jan, die Nummer fällt mit 017666 an. Weiter sage ich nicht. Auf jeden Fall mit 102 am Ende. Ja, ich habe gerade mein Handy in der Hand, deswegen weiß ich das. Aber mehr sage ich nicht, weil, weißt du, ne? Weil ich kenne nicht so gut Jan. Kleinigkeit, Jan. Nehmen die Videos raus gegen mich. Und das, was ich alles jetzt gegen dich letzte Zeit gemacht habe oder so, nehme ich auch raus. Und ich habe nicht gesagt, ich deine Kinder gefickt habe oder so. Ich habe gesagt, ich könnte die ficken, aber habe ich gar keinen Bock zu. Weißt du, weil ich zumindest kein Kinderficker bin wie du. Oder wie andere Ära gesagt. Nicht wie du, aber wie andere meine ich jetzt damit. Ne? War nur jetzt nur schon ein Beispiel. Und auf jeden Fall, Jan, lass es, nehme die Scheiße raus und fertig ist es. Ja? Aber ich habe keinen Bock, irgendwie mit dir Stress zu haben. Und ja, weiß Bescheid. Anjan 3. Und auf jeden Fall. Ja, wie kann man es nochmal sagen, Jan? Komm, nimm, wenn du angeblich eine neue Nummer und so hast, ja? Komm, schreib mich auf WhatsApp, auf Facebook, Pascal, RAPTV, und dann mit meinem Nachnamen, weißt du ja. So, und du machst dich übrigens strafbar, weil du mein Recht Namen erwähnt und auch da schreibst und das Endeffekt kann ich melden, dann hast du ein Problem und so. Ich kann auch meinen Anwalt deswegen einschalten, wenn ich möchte und alles. Aber ich habe da gar keine Lust zu, ganz ehrlich. Ja? Also, entscheide dich. Ich gebe dir bis, warte, und übrigens, arbeiten. Was ist im Moment? Ist nicht im Moment arbeiten, weil ich im Moment nicht arbeite, aber ist egal. Ne? Herr Jan Ziele Reichenbach. Also, könnte man, ui, lala, 12.552 Aufrufe und 66 Abonnente. Was hast du, Jan? 18? Wollen wir mal eben gucken. Oder 19 Abonnente. Wollen wir mal gucken. Wo war das jetzt? Da, ne? Ja. So. Du hast mehrere. Ah, da bist du. So. Da, 19 Abonnente. Ja? So. Und guck mal. Gegen mich. Ja, mein Bild, das ist dasselbe, das ist auch, naja, nicht, aber ist egal, das ist am Patrick Becker, das hast du gut gemacht, habe ich auch ein Dingens gemacht, das ist gegen mich, das ist gegen mich, das ist gegen mich, das tantiert auch, glaube ich nicht.
Das weiß ich nicht. Nee, das ist gegen Pat. Ja. Oder gegen mich weiß ich auch nicht. Und Jan, lass es doch einfach mal. Ganz ehrlich. Ja? Weil du weißt genau, wie du bist, wie ich bin. Und auf jeden Fall wissen wir alle. Ich habe euch noch. Das bin. Ja, ey, das ist auch gegen mich, ja? So 17 Aufrufe. Warte, komm, warte mal, wir machen 17 Aufrufe bei das eine. Das sind 12, das sind 10, das sind 6, das sind 16. Das sind 5, das sind 12, das sind 9. Ja, guck doch mal, und das ist dann auch gegen mich, das hier mit 11 Aufrufen oder so. Nein, eben nicht. Da kannst du froh sein. Ja. Da, da mal unten. So einfach machen wir das erreichbar. Und guck mal, gegen Patrick jetzt, ja? Da. Da, zwei Daumen nach oben, fertig und zurück. Da, gefällt dir's? Ja, das. Da ist ein Daumen nach oben. Da, zack. Nehmen wir das mal. Brauche nichts reinschreiben. Fertig, gemeldet. So. Das eine war gegen Patrick. Und was war jetzt noch? So, das mach ich auch, ist mir auch egal. Und normalerweise wäre und schön, du, das alles hole ich sich auch einen Daumen nach unten übrigens, ne? So, und das. Ja, also das, was du so gemacht hast. Ja, das weißt du, wie alt das ist? Weißt du, wie alt das ist, Alter? Das war 2013 oder eher gesagt 2012. Da hatte Patrick noch seine alte Wohnung und das ist das. So, 2012 und 2013 hat er dann nicht mehr gewohnt, einfach 2013. So, also, ich will mal einfach aufpassen, was du so sagst oder so. Und das hier, ja? Guck mal, hast du von jedem Kanal von mir hast du einen Daumen nach oben. Ja? Da freue ich mich auch rüber, da so viele Aufrufe drauf sind. Ja? Wollen wir mal bei mir gucken? Wo ich das so, oder habe ich das auf deinem Kanal oder auf den anderen Kanal hochgeladen? Weiß ich jetzt nicht. Können wir gucken, ja. So, guck mal, nicht öffentlich. Ne? Auch nicht öffentlich. Alles, das gegen dich ist nicht öffentlich, ja. Also erzähl nicht so eine Scheiße, ich noch was gegen dich drin habe. Ja. So, ich glaube, das habe auf mein auf meinen anderen Account. Das ist auch nicht drin mit deiner Kenner. Also, das ist nicht mehr drin. Das ist nicht mehr drin. Da habe ich 8.056 Aufrufe. Ne? Mit seiner Kanal und so. Und Lea, da habe ich Patrick vor 10 Monaten 154 Aufrufe. Oh, läuft doch. Ja. Pascal und Jordin, 33. Ja, so. Nein, habe ich nicht auf diesem Kanal.
Ich würde mal eben auf meinen anderen gehen. Wo habe ich hier meinen Kanal? Wohl, das weiß ich. Da. Das weißt du, dass gegen auch mein Kanal ist. Übrigens, da kann ich nichts mehr für, da komme ich nicht mehr rein. Ne? Wo ist das Video geblieben? Und mein anderen Kanal, ich habe mehrere, ich habe drei Kanäle ungefähr oder vier. Ne? Also. Jan auf jeden Fall. Habe ich das auch hochgeladen und alles. Den Kanal, nee. Das sind nur Abos. Vielleicht da. Weiß ich nicht. Auch nicht. Ne? Aber. Hoppala. Auf jeden Fall habe ich gegen Dani Decker habe ich 1000 noch was Aufrufe, ja. Also. Ich weiß jetzt nicht mal anderen, genau. Oder da vielleicht. Dann hatte ich mal auch Langeweile geöffnet am PKK. Ne? Nein. Das versuche ich noch rauszumachen. Aber kann ich dir nicht versprechen, sonst musst du das einmal bitte melden. Ja, lass es bitte mal einfach sein, irgendwas aufzunehmen oder so. Das wäre nett von dir, weil ich habe keinen Bock auf so ein Knackfucking und du auch nicht. Ja. Da habe ich nur ein Lied drauf, da komme ich auch nicht mehr rein. Ich weiß meine Passwörter und E-Mail-Adresse nicht mehr, weil ich einen neuen, ich habe einen neuen Rechner, also. Ne? Oh, nein, anscheinend habe ich das nicht mehr drin, habe ich anscheinend auch versehen rausgenommen oder so, weiß ich nicht. Nee, da ist mein anderer Kanal, ja. Da müsste es drin sein, malerweise. Jawohl, 19 Aufrufe ist der falsche Kanal. Aber ich habe hier mit meinem Bruder dies und das. Oh, so. 647, 18 Abonnente, 30.03.2016. Ja. Also, da habe ich den Soundcloud von mir. Da mein Bruder, da den da. Und da ist mein anderer Kanal. Also. Ja. Leute, mehr kann ich da irgendwie nicht mehr zu sagen. Ich weiß nicht warum. Ich finde meinen anderen Kanal nicht mehr. Ist gerade ein bisschen blöd, aber kann ja mal blöd laufen oder so. Ja. Naja, den könnt ihr mal abonnieren. Das ist mein bester Kollege. Und ja. Wisst ihr Bescheid? Warte, den aufnehmen. Das sieht mich gerade ein Scheiß weg. Ich muss schlafen, weil ich morgen früh aufstehen muss. Ich Boah. muss hier das ganze Haus wach. Mann, ey, lass es. Ich klatsche gleich welche. Ja, Leute, ich meine euch nicht. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ja, das war gerade meine dumme Scheißschwester. Ja, den könnt ihr mal abonnieren. Ne? Ich habe als kleiner Junge angefangen, Drogen zu nehmen. Die erste Line mit 9, das erste Beat mit 6. Ah.
Früh Zigarette angefangen, danach Alkohol, dick besoffen in die Bar, weiter gefeiert, alles gemacht, alles geschissen und alles geschissen. Ah. Schule abgebrochen, das ging mir aus dem Sack, du weißt, wie ich pack. Ich mach das, was ich will. Jeden Tag eine Line, ein Blanko, Speed, Pay, ah. Alles drum und dran, LSD, Crystal Meth, Ecstasy, ah. Alles durchgenommen, alles durchgewettet, allen Dreis durchgemacht, Autos geklaut, alles gemacht, Scheiße gebaut, warum noch? Alles vergessen, alles vergessen, ah. Yeah. Denn das Leben fand mich auch ziemlich cool an. Ich hab den Sekt das erste Mal die Zigarette gefasst und das Alkohol. Hab ich auch schon Freunde mit Neuen hab ich angefangen zu trinken, denn das Leben lebt sich nicht aus, denn die Drogen fangen jetzt nur an, Bremerhaven drauf. Denn es ist schon wie man gesagt hat, Bremerhaven ist für die Ewigkeit, Wahrheit verdammt. Denn mit dir fing ich nicht mal an, doch mit Scheiße bauen hab ich viel gemacht. Ich bin Autos so geknallt und ich das bin ich ja selber. Ja Leute, 147 PTS Live-Aufnahme, ein Zuschauer. Ja. Mein Kumpel zeigt euch jetzt, wie man euch hier fit. Zeigt den Leuten, wie man sie jetzt ist. Ich bleib weg, denn alle da draußen sind Mistgeburten. Aber ganz ehrlich, wir sind Bremerhavener. Leg dich nicht mit uns an, hier kommt vorbei. Alle Waffen im Wandschrank, 9 mm im Sack. Aha, du packst das nicht. Du bist drauf, du bist tot. Komm in unser City, unsere Gang. Heute, Zero King, bitte abonnieren. Das wäre nett von euch. Bitte abonnieren, das wäre sehr nett von euch. Und Daumen nach oben, bitte, das könnt ihr gut gebrauchen. Weil da kann er, macht er auch wieder was Neues. Er wollte nur warten, bis er ein paar Daumen mehr oben hat. Dann wollte er wieder was über Drogengeschichte machen. Das ist auch noch nicht alles. Jo. Das gehört in diese Pitches. Er zählt auf sowas. Fick einen schönen tiefen Mars. Heute werden wieder Mütter gefickt. Denn die 9 mm habe ich wieder unter meinem Schoß und die Welt in der Hand. Jeder kennt das Leben mit dem Leck und dem Junge mit dem Baseball, Schläger, Bildstände. Kommen wieder mit der 9 mm an, Millimeter. Das bei dir nicht angebrannt. Und mit deinen 2 mm aus meinem Stamm. Ich hab 30. Ja, da ist da. So heißt mein anderer Kanal. Da, hier, ja, 19. April 2016. Da. Falls auch diese Scheiße mit dumm. Da, so heiße ich, Leute. Ich hab mich gerne, ne? Anfragen senden, ich nehme die gerne an. Und so 1611 Aufrufe, also, ne? Das ist unser Kollege Daniel Dicker, der hat sich mal das Leben genommen. Finde ich sehr schade, aber ja, genau wie Maurice Erdmann, auch liebe Grüße, Maurice Erdmann. Wir wollen hoffen, ihr wieder bald zurückkommt. Auf jeden Fall. Ey, wenn ich das Lied weiter anhöre, fängt das an zu rein, ey. Ja, auf jeden Fall, dass Leute, viele kennen das nicht. Abgepackt von mir, Traumfrau ist weg, Party im Raum, perfekt, liege wach im Schermen, zu, es nicht geht, du, Deutsche ist gar nicht zertifiziert, ich habe keine Angst vom iPhone-Lied, schalt die Welt aus, ja, ich habe irgendwie keinen Bock mehr was heute. Oder so. Ja, was ist das so eine Scheiße? Das war genau unser! Du unser! Du unser! Hättest du mich verarscht, Mann! Was?
Ja, Leute, hier auf jeden Fall, ne? Was ist das überhaupt? Oh Gott, das weiß ich selber nicht mehr. Und auch, das ist das, was ich zu laut aufgenommen habe. Sehr laut. Da wusste ich noch nicht, wie das alles geht. Das ist schön verpasst, weil man sowas nicht macht, bist du dir zu schränken. Die Leitung zu schränken. Heiße Luft. Nächste Zeit. Ja, Andreas, ist ganz mies. Ja, Leute, könnt ihr nochmal richtig sehen. Aufruf, Abonnente, also ab 66, 12.552 Aufrufe, das haben. Ne? Und am 20.10.2015 habe ich meinen Kanal erst so. Facebook heiße ich so, wie gesagt. Ne? Also wisst ihr Bescheid. Und wisst ihr Bescheid, Leute? Ja. Auf jeden Fall. Ich bin der Boss. Und ihr seid alle nur Hurensöhne. Oder was meint ihr? Ja, okay, Jan, das ist noch drinne. Das ist noch drinne. Auch nicht mehr. Das und das und das jetzt noch. Und das, was jetzt noch kommt, ist noch drinne. Und das hier, ja, ist draußen. Da, ist raus. Also, du bist auch endlich mal dran, ja? Ja. Yeah. Heute akzeptieren. Wieso ist es nicht drinne? Wollt ihr mich verarschen? Ihr wirkt zuerst kein Aufruf. Hat das, oh, ich hatte das selber mal privat gemacht, oder was? Ach so. Jetzt weiß ich's. Ach so, ist nicht von mir. Also, oh Gott, da, also, schon von mir, aber von meinem anderen Kanal. Also, da habe ich das so eingestellt, dass du auch sehen könnt und so, und, ja. Ja, Leute, auf jeden Fall, den könnt ihr auch abonnieren. Bereit ist, alle Kämpfe auszufechten, die man ausfechten muss, ja, um ein Ziel zu erreichen. Wer hat dann das Recht, einen aufzuhalten? Guter Kollege. Wer? Niemand. Das Recht, nein, zu sagen, was man tun will. Ich ins Rap-Game gewagt. Ich weiß noch, ich hab mich ins Rap-Game gewagt. Und seit 4 Jahren heißt es, ich stechel mich ab. Ich fühlte mich so mächtig, als ich zum VTR kam, weil ich dachte, man wäre mit guten Freunden stärker. Doch der Wertmacher Menschen war bei Null angelangt. Videos hier, Videos da, doch ich wurde nie anerkannt. Nebenbei hab ich mich an diversen Frauen verbrannt. Krieg zum Alkohol, was sowas wie ein tauchendes Wrack. Hab danach Bitches einfach nach der Optik gewählt. Doch mein Herz ist mit diese Fotzen verwest. Back up, Kusi Boy, diese Wege trennen sich. Diese falschen Freunde veränderten dich. Kein Ende in sich. Sie nennen mich Nazi, weil ich keine linke Partei in den Arsch krieg. Überall lieb. Und danach kam Game Over, auch wenn es vorbei ist. Danke, Dave Walker, Babelgang, ich werde so weitergehen, im Herbst, ja, ich werde mich weiter sehen, ich bleibe stehen, denn irgendwann ist meine Zeit, oben im Tisch, ich kenne meine Zeichnung, das ist mein Babelgang, ich werde immer weitergehen, im Herbst,
Danke, Marlon. Die beste Frau kennengelernt. Sie ging in Hand in Hand. Dieses brennende Lärm. Sie veränderte mich und gab mir ein Ziel. Neo-Biotic Musik, niemals ohne mein Team. Ich denke zurück, mich hat so vieles geprägt. Hab die ganze Scheiße hier immer wieder erlebt. Auf der Suche nach Glück wurde mein Weg zerstört. Keiner hilft dir, auch wenn dich jeder hört. Geht es um Geld, will jeder haben, was du hast. Ein Wort, du bist Geschichte, wie Tupac ist entdeckt. Wer Gesellschaft gleich deiner Plage. Liebe heißt auch gegeben zu haben. Doch scheiß drauf, ich geh meinen eigenen Weg. Das ist meine Meinung, auch wenn mich keiner versteht. Meine Werte, ich hab die Woche nie verloren. Ich bekomm alles zurück, nur ein doppelter Hervor. Die Bärbel kann nicht länger weitergehen. Bleib im Herbst, wir würden uns weiter sehen. Zu stehen und zu melden, zu der Zeit um. Schick, sonst ist Ende meine Zeichnung. Die Bärbel kann nicht länger immer weitergehen. Bleib im Herbst, sonst wir uns weiter sehen. Sein Ziel ist einfach zu der Zeit um. Schick, und Ende meine Zeichnung. Ja, Leute, vielen Dank, ihr zugehört habt. Und auf jeden Fall, Amigos, Leute, das sind schon länger, als ich haben wollte und so.